Hi Leute, na alles klar bei euch? Ich habe hier mal wieder ein nettes kleines Amazon-Paketchen in der Hand und was bedeutet das? Ganz genau, eine neue Folge Dougie-Test mit mir, dem Dougie-LP. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, Leute, es befindet sich etwas mega, mega Spannendes in dem Paket. Etwas, was ich gesehen habe und dachte, Mensch, das ist genau das, was ich in Dougie-Test vorstellen möchte, weil es wieder etwas Interaktives und Funktionsfähiges ist. Aber damit ich mir das selber erstmal angucken kann und damit ihr natürlich auch direkt erstmal wisst, was hier überhaupt Phase ist, müssen wir diese süße kleine Lasche hier an der Seite öffnen. Deswegen, Messi, ich brauch dich heute leider gar nicht. Amazon hat da eine andere Lösung für gefunden. Sei nicht traurig. Okay? Ja, schön. So, dann machen wir diese schöne kleine Lasche hier an der Seite schon mal auf. Also ist das erste Mal, dass ich es überhaupt aufmache, Leute. Mit euch zusammen. Und ja, dann gucken wir mal da rein. Und als erstes glotzt mich mal wieder diese unglaublich schöne weiße Verpackung an, die wir aus den letzten Folgen schon in- und auswendig kennen. Okay, ich hol's mal raus. Ist falsch rum. Oh, ich kann es nicht richtig rumhalten. Verdammt. Warte, doch, kann ich wohl. Es tut mir leid, Leute. Ich habe die letzte Nacht nicht geschlafen, weil überall Mücken waren und habe heute schon 4 Red Bull drin. Also verzeiht mir bitte, wenn ich etwas komisch rüberkomme. Das liegt eventuell daran. Und zwar habe ich mir einmal das Tom Riddle Tagebuch geholt und zwar, ja, nicht einfach nur eine ganz normale Version, also es gibt ja verschiedene Tom Riddle Tagebücher. Es gibt einmal das, wo, ja, gar nichts drin geschrieben ist, was man als Notizblock verwenden kann. Dann gibt es einmal das Replik, wo, glaube ich, auch ein bisschen Text drin ist, aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Und dann gibt es noch hier, da hinten im Hintergrund sieht man es vielleicht, ich weiß es gerade nicht, da ist das Tom Riddle Tagebuch mit dem Basiliskenzahn durch, das ist auch von der Noble Collection. Und dann gibt es noch zusätzlich dieses Tom Riddle Tagebuch mit einem UV-Stift, mit dem man dort reinschreiben kann. Und für Außenstehende sieht das unsichtbar aus, aber wenn man das mit einem speziellen Licht anleuchtet, ja, dann kommt der Text zum Vorschein. Ich finde solchen Merch generell immer mega, mega cool, weil, naja, es ist einfach interaktiv. Ich habe es ja schon in ganz vielen anderen Dougie-Test-Folgen gezeigt, was es da so gibt. Und das hier ist natürlich eine zusätzliche Sache, die ich einfach, ja, die ich einfach vorstellen musste. Und das Allerbeste, Leute, jetzt haltet euch fest, es ist wirklich awesome. Es befindet sich sogar eine deutsche Beschreibung auf der Rückseite. Es ist einfach der Wahnsinn. Google, ich brauch dich heute nicht. Und zwar haben wir hinten drauf einmal den Text, ich zitiere: Tom Riddles Tagebuch ist voller unsichtbarer Geheimnisse und Erinnerungen von Tom. Jetzt kannst du es mit deinen füllen. Oh, das wollen die nicht. Mit dem Stift, der unsichtbare Tinte enthält, schreibst du deine Geheimnisse auf. Wenn du sie sehen willst, leuchte mit der UV-Spitze deines Zauberstabs auf die Seite. Deine Worte werden sichtbar. Mit enthalten sind das Notizbuch in Form von Tom Riddles Tagebuch, Stift mit unsichtbarer Tinte und ein UV-Zauberstab, der Batterien braucht, die hoffentlich drin sind. Ich warne euch, ihr Paketversender. Und ja, jetzt muss ich mir nur überlegen, ob ich das ganze Ding heil auspacken möchte oder ob ich es einfach nur wieder zerpflücke. Ich gucke mir gerade das Paket nochmal von allen Seiten an. Nicht, dass hier gleich noch irgendwas zu sehen ist, was irgendwie interessant ist und ich das dann nicht mehr sehen kann, weil ich es zerfetzt habe. Aber nö, ich bin eigentlich auf alles Wichtige eingegangen. Nö, obwohl doch, da unten haben wir einen kleinen Kleber. Wir müssen gar nicht das ganze Ding zerfetzen. Messi! So, dann machen wir das Paket hier unten einmal an der Lasche auf und holen das ganze Objekt der Begierde mal hier raus, Leute. Ich bin mega, mega gespannt. Ich freue mich darauf. So, oh, oh, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass die Hälfte wieder verloren geht. Kennen wir aus den anderen Folgen. Wir haben hier einmal eine kleine Bedienungsanleitung, Leute. Nee, selbst ist der Dougie, ich brauche doch keine Bedienungsanleitung, was glauben die denn, ey? So, und dann haben wir hier einmal das Tagebuch von Tom Riddle und darauf bin ich jetzt natürlich ganz besonders gespannt, ob das Ganze so aussieht wie in den Filmen und wie sehr man das als Replik, verwenden kann. Und ja, also auf den ersten Blick, wow, ist gar nicht mal verkehrt. Also, schaut es euch an, Leute. Wir haben hier einmal so einen schönen Ledereinband. Ist natürlich kein echtes Leder oder so, logischerweise. Aber es fühlt sich an wie Leder. Es sieht aus wie Leder. Und, es riecht aber nicht wie Leder, das kann ich schon mal sagen. Und ja, unten haben wir einmal Tom Marvolo Riddle natürlich, wie im Film auch. Wir haben hier oben diese Metall... Wie nennt man das bei einem Buch? Metall-Ecken. Und das ist auf allen Seiten und das ist auch wirklich aus Metall, Leute. Also relativ, ja, hochwertig fühlt sich das Ganze an. Und wenn man jetzt mal hier durchs Buch blättert, dann sieht man, keine Seite hat irgendwo Text. Also ist komplett leer, wie auch im Film selber oder im Buch besser gesagt. Und ja, jetzt bin ich natürlich mega gespannt, wie das gleich funktionieren wird. Und eine Sache, die mir aber gerade noch auffällt, warte mal.
War das nicht mit Tom Riddle vorne oder war das hinten? Weil wenn das vorne ist, dann ist das Buch wie bei japanischen Comics, dass man das von dieser Seite aufschlagen muss. Oder es ist halt andersrum und Tom Marvolo Riddle ist eigentlich hinten drauf, dann ist es wieder richtig. Da muss ich auf jeden Fall gleich direkt mal nachgoogeln. So, dann noch wie versprochen hier natürlich der Stift mit der unsichtbaren Tinte. Und ja, da ist ein Slytherin-Emblem drauf, was ich gerade ein bisschen sehr gemein finde, weil es kaufen ja nicht nur Slytherins. Ich bin Hufflepuff. Naja, egal, ich komme drüber hinweg, Leute. Und ja, da ist selber, also ich... Ah, doch, irgendwie schreit... Also es fühlt sich an, als wäre da keine Farbe drin, aber trotzdem... Trotzdem doch Farbe. Wisst ihr, wie ich meine? Also, als ob da Farbe drin wäre, aber die man halt nicht sieht. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will, oder? Ja, gut. Und dann haben wir hier natürlich nochmal den Miniaturzauberstab, der aussieht wie der von Harry Potter, logischerweise. Und wenn man da auf den Knopf drückt, dann passiert das hier. Ein kleines, süßes, blaues Licht geht an. Und ich würde euch eventuell empfehlen, vor allem, wenn ihr männlich seid, das mal nicht über eure Bettlaken zu... bewegen, das könnte eventuell gruselig sein. Und ja, wenn du diesen Witz verstehst, bist du entweder über 18 oder ein Mann. Oder sehr versaut, das geht auch. Oder einfach nur gut in Bio. Das geht auch. Ach, egal, Leute. Ja, Leute, es hilft nichts. Ich würde sagen, probieren wir dieses Tagebuch einfach mal aus. Ich werde da jetzt mal was reinschreiben. Und dann werden wir uns mal anschauen, wie und wie gut das Ganze vor allem funktioniert. Ja, ich schreibe mal wieder einen obligatorischen Liebesbrief an Hermine, Leute. Weil was Besseres und Kreativeres fällt mir halt einfach nicht ein. Ich weiß auch nicht, wieso. Und ja, machen wir es einfach mal. Liebe... Hermine. So, ich habe jetzt schon liebe Hermine hingeschrieben und wie ihr seht, seht ihr gar nichts. Man kann ein bisschen was erkennen, wenn man so ja, ein bisschen gegens Licht hält, dann sieht man halt, dass da... Nee, jetzt sieht man das auch nicht mehr. Am Anfang war es nämlich so ein bisschen feucht an der Stelle, wo ich halt geschrieben habe, aber das geht sehr schnell weg und dann sieht man wirklich absolut keinen Text mehr. Ich weiß, dass ich dir das schon häufig gesagt habe, aber ich liebe dich. Ausrufezeichen und Daniel darunter schreiben. So, ich habe jetzt extra mal ein bisschen mehr geschrieben und ein bisschen bauchiger, weil ich unbedingt mal ausprobieren möchte, ja, ob das Ganze gut funktioniert, weil ich meine, man sieht ja nicht selber, was man geschrieben hat, zumindest nicht direkt. Und das macht es wahrscheinlich auch schwieriger, ja, den Text einigermaßen schön und, ja, lesbar zu schreiben. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ne, dass ihr nicht übereinander schreibt und so, wobei... Eigentlich sollte man das hin... Ich hoffe, ich habe das hinbekommen, Leute. Also, nochmal kurz hier die Seite. Ihr seht natürlich im Schnitt nachher alles in der Nahaufnahme. Also Daniel aus der Zukunft, macht das bitte vernünftig, damit die Leute auch was erkennen können. Aber ja, wie ihr seht, seht ihr immer noch nichts. Und die ganze Seite hier ist komplett vollgeschrieben, von oben bis unten. Und ja, jetzt würde ich sagen, nehme ich mir mal den kleinen Zauberstab mit dazu und filme mal so ein bisschen darüber. Und ich hoffe, man kann das jetzt in dem Video selber erkennen. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Also ich sehe es selber gerade nur in der Kamera. Aber man kann deutlich erkennen, dass Schrift lesbar ist. Und ich finde das gerade mega, mega geil. Je weiter man... Oh, guckt mal! Wenn man weiter weggeht, dann kann man fast die ganze Seite auf einmal lesen. Ihr seht jetzt wahrscheinlich deutlich mehr als ich selber. Aber es funktioniert und es funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Muss man das jetzt gerade nochmal kurz selbst... Boah, Leute, das ist ja der Wahnsinn! Das ist ja mega, mega krass. Also ganz im Ernst, das funktioniert richtig, richtig gut. Man sieht den Text mega deutlich. Also man kann ihn gar nicht übersehen. Er ist sehr, sehr klar und deutlich erkennbar. Und ich finde es einfach nur mega geil, weil so seht ihr gar nichts. Und wenn ich das Licht drauf halte, seht ihr den Text. Und zwar ziemlich gut, in einer ziemlich guten Qualität. Ey Leute, ich bin gerade ein bisschen hype, muss ich sagen. Ja, wow, Leute. Und ich finde, ich habe die Schrift eigentlich auch ziemlich gut getroffen. Also nichts ist überlappend, nichts ist irgendwie zusammengequetscht. Es ist alles sehr, sehr gut lesbar. Und ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich begeistert, Leute. Kann ich nicht anders sagen. Ja, und wie immer bei so einer Folge komme ich jetzt langsam mal zu dem Punkt, das Ganze hier zu bewerten. Und ja, wie immer gehen wir erstmal auf die positiven Aspekte ein. Und ja, die positiven Aspekte sind ziemlich ausführlich. Wir haben hier einmal ein sehr, sehr gut gestaltetes Tom Riddle Tagebuch, was dem Original wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Wir haben hier die ganzen kleinen Details, die man auch im Film gesehen hat. Es ist so, ja, eine Lederoptik. Man hat hier die, ja, den Namen von Tom Riddle mit drauf. Man hat hier diese, ja, Metallkappen an den Ecken selber. Und ja, von der Konsistenz, sage ich jetzt einfach mal, ist das wie im Film. Also auch so lapprig halt. Und ich finde das irgendwie mega geil, Leute. Ich weiß auch nicht. Also ich kann mich auch mit solchen Sachen begeistern. Und rein funktionell da.
Daniel, ja genau. Also rein von der Funktion selber funktioniert es genauso, wie es auch versprochen wurde. Und jetzt nicht irgendwie schlecht oder gerade so gut oder so. Nein, es funktioniert richtig gut. Ja, ich kann es wirklich nur jedem von euch weiterempfehlen. Der einzige Punkt, den ich jetzt vielleicht etwas kritisieren würde, wäre, ja, dass der Stift hier nur in Slytherin dargestellt wird. Also, dass ne, nur Slytherin drauf ist. Ja, gut, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich finde das jetzt nicht mega schlimm oder so. Aber erwähnen sollte man es trotzdem. Dann hätte man den Stift vielleicht noch ein ganz kleines bisschen größer machen sollen, weil so ein kleiner Ministift ist natürlich für jemanden, der große Hände hat, nicht ganz so schön zum Schreiben. Aber auch das ist natürlich meckern auf hohem Niveau. Aber was ich nicht ganz so geil finde, das habe ich nämlich gerade ja auch gemerkt, als ich das hier aufgenommen habe. Wartet mal eben. Ah ja, genau. Ja, hier unten, das ist nämlich jetzt schon gerade gerissen und ich habe das Ding gerade 15 Minuten genutzt und ich habe es bestimmt nicht mit Absicht gemacht, Leute. Und bin auch nicht irgendwie, ja, ruppig mit dem Buch umgegangen. Also, ja, ich weiß nicht, ob es was mit der Verarbeitung selber zu tun hat, aber hier unten ist halt schon ein kleiner Riss. Das kann man jetzt noch mit dazu nehmen, aber, ja, kann man auch auf meine eigene Kappe beziehen. Also vielleicht bin ich es auch einfach selber schuld. Zum Schluss natürlich nochmal der Preis. Ich habe gerade selber nochmal nachgeschaut und ich bin wirklich hin und weg, Leute. Dieses Tom Riddle Tagebuch mit den ganzen Funktionen und dieser, ja, ziemlich guten Originalgetreuheit. Das Wort gibt's, glaube ich, nicht, oder? Ja, kostet auf jeden Fall nur 18,50 Euro. 18,50 Euro für so ein Buch, was man entweder einfach ins Regal stellen kann oder legen kann, was man einfach als Tagebuch oder Notizbuch nehmen kann oder was man einfach genauso nutzen kann, wie es vorgesehen ist, mit dieser geheimen Tinte und diesem Stift oder besser gesagt mit dieser kleinen Lampe hier. Mega geil. 18,50 Euro, Leute. Das ist die Hälfte von dieser Plüschallraune, die wir letztes Mal vorgestellt haben. Und für den Preis... Leute, ich bin hyped. Ich würde dem Buch tatsächlich 10 von 10 möglichen Punkten geben, weil ich sowohl vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, als auch von all den Dingen, die es so kann und wie es aussieht und von der Haptik und was weiß ich nicht nur alles, ich finde es einfach nur Affentitten geil, Leute. Und ich hoffe, man darf das auf YouTube sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses heutige Video gefallen und mich würde mal interessieren, welche Meinung vertretet ihr? Findet ihr dieses Tom Riddle Tagebuch auch so mega cool, wie ich es finde? Oder würdet ihr sagen, nee, Daniel, das kann ich nicht gebrauchen, das ist doof, das hole ich mir nicht. Seid ganz ehrlich zu mir, Leute, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wie immer, Leute, ich fühle mich zwar mittlerweile wie eine Parkuhr, die immer das Gleiche sagt, aber ja, der Link zu diesem Tagebuch befindet sich in der Infobox. Dass das ein Amazon Reflink ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht mehr zu erzählen. Deswegen macht das heute Google. Nein, mache ich nicht. Vielen Dank, Google. Ich mag dich auch. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Also, damit wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.